Danke. Maja? Hm? Wow. Warte, ich... Ich hab's... Maja? Hallo, Herr Karl. Ich bin auf der Suche nach Mädchen. Fotomodelle für spannende Fotos. Puh, kalt. Aber reduziert. Und im Sommer, wenn die Kleine dann da ist, passt's ja dann auch wieder. Und was sagst du? Gut aus. Alles okay hier? Ja, alles im Griff. Ich bin Fotograf für Porträt und sie ist mir aufgefallen. Das klingt doch nett, oder? Ich habe auch hier. Wieder vergessen macht gar nichts. Wiedersehen macht Freude. Adresse steht ja drauf, wenn du fünf ungefähr. Ich würde mich freuen. Ja, danke. Maja, ich habe jetzt gar nicht damit, also dass du, schön, dass du da bist. Ich habe gedacht, ich habe dich verschreckt vorhin mit meiner ungeschickten Art. Ja, komm doch rein. Möchtest du was trinken? Nein, danke. Ja, wir waren ja schon beim Du vorhin, versehentlich eigentlich. Schau dich um, kannst dir alles anschauen, was du möchtest, ist halt alles ein bisschen von gestern, so wie der Chef selbst halt auch. Da in dem Regal sind ein paar Fotobände mit Arbeiten von mir. Kannst dir ruhig anschauen, wenn es dich interessiert.
Was machst du sonst eigentlich so? Studieren? Nee. Ziemlich langweilig eigentlich. Ich sitze da nur am Telefon. Sachbearbeiterin. Ist nicht so kreativ, mein Job. Na ja, dann mach doch was anderes. Du bist doch noch jung. Ja. Da sind echt schöne Bilder dabei. Oh, danke. Warum haben Sie eigentlich mich gefragt und nicht Lara? Deine Freundin. Ja, sie ist sonst eher die Tolle, die im Mittelpunkt steht und so. Naja, vielleicht habe ich ein Auge für das Besondere. In Ordnung? Vielleicht doch ein Glas Wasser. Gut. Ja, naja, du machst das ja nicht alle Tage, was? Also kein Problem. Ich sag dir ja, was du tun sollst. Du gehst einfach hinter den Vorhang und bist einfach nur du selbst. Einverstanden? Gut. Ja, dann fangen wir mal an. Du gehst hinter den Vorhang und versteckst dich da dahinter. Und hier vorne ist die Theaterbühne. Und du wirfst einen ganz scheuen Blick durch den Spalt. Ja, genau so. Und hier vor dir, da ist eine Bühne, stellst du dir vor? Und du siehst viel Licht auf den Vorhang. Ja, halt, halt, genau, bleib so. Moment. So. Ja. Halt. Halt, stopp. Ja, super. Gut. Jetzt nimmst du all deinen Mut zusammen, gehst nochmal einen Schritt vor. Vor. Stopp. Ja, gut. Also, kannst du mal die Haare aufmachen? Ja, schön, ja. Da bräuchte ich jetzt mehr Licht auf die. Ich hole einen Reflektor aus dem Auto, das dauert nur eine Sekunde. Bleib einfach so, wo du bist. Ich bin in einer Sekunde wieder da. Bleib, wo du bist. Nicht weglaufen. Ach komm schon, jetzt sind wir schon hier. Das wird bestimmt witzig. Ich weiß nicht. Der Typ. Ich fand den echt komisch. Ach, jetzt komm und wenn schon. Das macht die Bilder bestimmt noch besser. Positiv verrückt, weißt du? Ja. Okay. Okay. Und wie kommen wir rein? Ist ja nicht meine Klinge. Ach, du Süße, ich kann da jetzt nicht mit. Wie stellst du dir das vor? Ich hab Kurs jetzt. Ich muss noch Anna abholen und die Klamotten zu Hause und in 20 Minuten stehen Muttis auf der Matte und wollen Yoga. Maja, jetzt bist du doch schon mal da. Wenn ich dir das vorher gesagt hätte, wärst du bestimmt nicht mit. Hey, kann ich euch irgendwie helfen? Seid ihr für ein Shooting hier?
Ja, genau. Also, ich nicht, aber ein andermal vielleicht. Aber meine Freundin hier, also, wir suchen das Studio. Wir wurden heute eingeladen von einem, wenn nicht von mir, dann von Karl. Das ist der Chef hier. Ich bin Max. Ja, und wenn ich eine Hand frei hätte, dann würde ich es euch geben. Lara. Maya. Das macht dir keinen Kopf, das sind doch nur Fotos. Naja, und Karl ist ein bisschen eigen manchmal, aber ist ein toller Fotograf. Ein Künstler halt. Ruf mich an, wenn ich dich abholen soll, ja? Nee, ich habe niemanden gesehen. Wen suchst du denn? Das Mädchen von vorhin? Maya, ja. Maya heißt sie. Ich habe sie doch keine Minute warten lassen und jetzt ist sie einfach weg. Was machst du gerade? Kann ich reinkommen? Ich war die ganze Zeit hier im Labor. Ich bin gerade am Ausbelichten. Ach so, okay. Naja, dann mach weiter und lass dich nicht stören. Komm, wir sind schon wieder. Bau die Lampen doch ab, wenn du gehst, ja? Ja, das ist kein Problem. Gut. Schön, bis morgen. Jo, bis morgen. Ist alles okay? War es so schlimm? Was hast du denn in der Dunkelkammer gemacht? Oh, du siehst, kannst dich mal ein bisschen beeilen. Wir sind echt spät dran. Noch gibt's zwar keine Details zu den Partys auf Staatskosten im Kanzleramt, aber sobald Neuigkeiten rauskommen, halten wir sie natürlich auf dem Laufenden. Bislang konnte die Identität der jungen Frau noch nicht festgestellt werden. Die Tat wird jedoch in Verbindung mit den sogenannten Zur Konferenz heute Mittag erklärte die Polizei, dass bis dato keine eindeutigen Ermittlungsergebnisse erzielt werden konnten. Es handelt sich um das dritte Opfer in der Region innerhalb der vergangenen 6 Monate. Die Frauen wurden gleichermaßen mit zahlreichen Fotos bedeckt aufgefunden, die sie scheinbar kurz vor ihrem Tod zeigen. Ein Sexualdelikt wird vorerst nicht vermutet. Der Leichnam der jungen Frau wurde nahe einer Holzverwertungsanlage gefunden. Dass es sich um die Mordserie eines Einzelfalls handelt, wird von den Behörden nicht ausgeschlossen. Scheiße. Hast du draußen am Leuchttisch gefunden?
Karl das mitbekommen, dass du die gefunden hast? Ist gegangen, okay. Ich gehe jetzt raus und sperre draußen das Studio ab. Dann sind wir hier sicher. Es gibt nur einen Schlüssel. Hm? Waren da noch mehr von diesen Negativen? Weiß ich nicht. Ist okay. Maja? Maja! Maja! Weg. Keine Ahnung. Die ist einfach abgehauen. Ich war kurz draußen und sie war verschwunden. Aber ich erreiche sie nicht. Sie hat mich nicht angerufen und die Scheißtür ist zu. Wieso zu? Max ist doch noch da.